Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir machen weiter und schauen mal, was wir hier bei der Hackfleischparty noch Schönes machen können. Denn eine Chance 1 zu 3 bei 3 Klitissen. Wird einer überleben. Und 2 werden geschnetzelt. Jetzt habe ich Hunger. Danke. Was mache ich denn jetzt? Ich einfach zurück? Mal abgesehen davon, dass ich der elendiglichste Etikettenschwindler der Galaxis bin. Ja, dann müssen wir halt nochmal springen, ne? Wollen wir nochmal? Na gut. Aber jetzt nicht wieder schummeln. Auf muss drei. Ich irgendwie Maus drücken oder so? 1, 2. Ihr wolltet schon wieder mogeln, ne? Ja. Die sind schon alle drei ein bisschen dumm. Wollen wir nochmal? Aber jetzt nicht. Auf drei. Jetzt hängen wir hier wahrscheinlich ewig fest in der Schleife. 1, 2. Okay, alle zusammen. Oh, hier konnte ich gerade runter. Okay, nochmal. Russisches Roulette. Wollen wir nochmal? Na gut. Aber jetzt nicht wieder schummeln. Auf 3. Ja, diesmal. Komm. Diesmal. 1, 2. 3. Ja, 2 haben es geschafft. Rufus? Rufus, aufwachen! Aua! Was ist passiert? Du hast es geschafft! Bravo! Wo ist Klitis? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ganz sicher bin ich mir nicht. Es ging alles sehr schnell. Naja, siehst du den Sender irgendwo? Ich bin dran. Ja, ich sehe ihn. Da unten. Hier, da blinkt er. Was habe ich denn noch so Geiles? Ich habe eine Schraube. Ich habe noch eine Schraube. Ich habe ein Loch. Und 2 Schrauben. Und ein Rotor. Das hätte genauso gut in die Hose gehen können. Ja, voll. Was ist denn sinnvoll? Eigentlich müsste ich die Schraube nehmen und dann hier runter. Okay, wir werden jetzt einfach Schrauben nehmen. Also es wäre sinnvoll, hier eine Schraube reinzutun, damit ich Gleichgewicht halte. Da war aber jemand sehr sparsam, was den Einsatz von Schrauben angeht. Vielleicht hat er meinen Blog gelesen. Okay, ich habe eine Schraube und möchte daraus eine Wippe bauen. Das ist so mein Gedankengang. Versteht ihr? Das Ding lösen, Wippe bauen, hier unten festmachen. Und jetzt gehe ich hier vorne hin und ziehe hier die Schrauben. Und hoffe, dass es eine Wippe ist. Die Übertragung hat bereits begonnen. Hoffentlich ist es eine lange Funksequenz. Einfach das Ding nehmen und da oben in das Ding reinschmeißen. Ich hab ihn. Hörst du, Argus? Ich hab ihn. Sehr gut. Und jetzt kaputt machen. Hä? Live? Ach so, ja klar. Meine leichteste Übung. Und jetzt so, wie mach ich das kaputt? Ach, hat das Ding denn keine Selbstzerstörung? Boah, dann ein Loch. Erkennt noch jemand das Loch in diesem Plan? Okay, also erstmal glaube ich, wir werden einen Schrauben nehmen und hier in das Loch einstecken. Komm ich da nicht ran. Ja, das ist schlecht. Weil wenn ich jetzt da oben hingehe, wippt das Ding in die andere Richtung. Ich kann auch einfach die Schraube ziehen. Hier, zieh mal die Schraube. Nein, Moment, wenn ich diese Schraube löste, was hielte dann die Brücke? Niemand weiß es. Ach, easy. Okay, pass auf, wir nehmen eine Schraube. Stecken es da unten ins Loch. Was man halt so mit Schrauben macht. Und gehen jetzt zur Spitze. Und halten das Ding in den Rotor. Ich glaube, das ist eine großartige Idee. Die funktionieren könnte. Rotor. Nein! Was tust du? Ich zerstöre den Sender. Was sonst? Du willst doch nicht deine Hand in den Rotor halten, oder?
Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist, aber das übertrifft an Dämlichkeit wirklich alles, was ich jemals gehört habe. Ich habe es geschafft. Der Sender ist kaputt. Der Podia ist gerettet. Ja, ganz große Klasse. Und nur um es noch ein bisschen interessanter zu machen, hast du den verdammten Rotor blockiert. Dann hilf mir hoch, damit wir den Rotor wieder zum Laufen bringen können. Es wäre schön blöd, wenn das Hochboot gerade jetzt auseinanderbrät. Oh. Elysium ja schon fast in Wurfreichweite ist. Ja, das ist deine Idee. Eine andere wäre, dich da unten verfaulen zu lassen. Das kommt wohl ganz drauf an. Worauf kommt das an? Wie du dich entscheidest. Hilfst du mir bei meinem Putsch gegen den Ältestenrat? Wie bitte? Was ist denn jetzt los? Irgendwas blockiert den Steuerbordrotor. Ist das schlimm? Keine Ahnung, bist du, Deponia, bereits. Wir werden abstürzen? Aber wir sind doch so gut wie da. Man kann bereits die unteren Schleusen erkennen. Schleusen, sagst du? Aber natürlich. Die Wartungsleitern. Vielleicht kann ich uns lange genug auf Position halten, um das Hochboot zu evakuieren. Los, trommle deine Freunde zusammen. Und was ist mit den Organons? Die natürlich auch. Jetzt, da die Sprengung abgesagt ist, wird Argus seinen Plan ja wohl hoffentlich noch einmal überdenken. Ich benachrichtige den Ältestenrat. Aber was wird aus dir? Go. Wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Geh jetzt! Ich glaub das jetzt nicht. Du hast immer noch vor, mit dem Organon in Elysium einzurücken? Warum denn nicht? Wo sollen wir sonst hin? Das werde ich niemals zulassen. Sieh es doch ein, Rufus. Diese Soldaten da unten sind unsere Brüder. Sie haben dieselben Gene. Wir sind im Grunde identisch. Warum solltest du nach Elysium dürfen und nicht einer von ihnen? Oder zwei oder drei? Wo ist die Grenze? Wer entscheidet das? Du etwa? Nein. Aber na dann? Was sagst du? Eine Moralfrage. Dein Argument ist nicht schlecht. Wer entscheidet das? Sie sind ja erstmal vom... Gehe ich jetzt von dem Grundprinzip aus, dass sie schlecht sind, weil sie Befehle befolgen? Also wer beurteilt, was schlecht ist und was nicht? Ich meine, hat der Ältestenrat da oben alles richtig gemacht? Weiß ich das? Kann ich das richtig abschätzen? Eine schwierige Frage. Aber nein. Niemals! Tja, schade, aber nicht zu ändern. Ich hatte mir schon gedacht, dass du uneinsichtig sein würdest. Mach's gut, Rufus. Die hätten sich ja auch wehren können. Nein, nicht doch! Drei Stück. Da seid ihr ja wieder. Oh, das schmerzt. Oh, wie scheußlich ist die Welt. Selbst schuld. Oh, ja, lach du nur. Aber jetzt sitzen wir schon wieder im selben Boot. Ich glaube, ich kann mich befreien. Um Himmels Willen, der Rotor klemmt nur, weil wir dazwischen stecken. Wenn sich einer bewegt, beginnt er sich wieder zu drehen. Dann sterben wir alle. Aber wenn wir den Rotor weiterhin blockieren, wird das Hochboot abstürzen. Wir sind so oder so tot. Ach, wie sind wir nur in diese bescheuerte Lage geraten? Was guckt ihr mich so an? Das habt diesmal ihr verbockt. Wie? Diesmal keinen intelligenten Plan? Lasst mich nachdenken. Nope. Die Lage ist aussichtslos. Na dann. Wenigstens eine gute Nachricht. Rufus? Cletus? Bowl! Was ist denn hier passiert? Ist doch egal. Du musst uns hier rausholen. Und am besten, bevor das Hochboot abstürzt. Ja, dafür ist es wohl zu spät. Papp sagt, dass die ständigen Ausfälle des Rotors die Maschinen beschädigt haben. Oh. Er kann das Hochboot für den Augenblick noch in Position halten. Aber die Evakuierung hat begonnen. Es sind jetzt nur noch Minuten. Na tolle Wurst.
Jetzt kommen alle nach Elysium außer mir, oder was? Ja, genau! Hol mich hier raus! Du kannst sowieso nur einen retten, ehe sich der Rotor zu drehen beginnt. Nein, es muss doch eine Möglichkeit geben, euch alle da rauszuholen. Gibt es aber nicht. Komm schon, triff deine Entscheidung! Wie soll ich mich denn entscheiden? Ich weiß ja nicht einmal, wer ist. Ich bin Rufus. Ist doch gelogen. Ich bin Rufus. Die lügen beide wie gedruckt. Ich bin Rufus. Na super. Und jetzt? Kann der echte Rufus das nicht irgendwie beweisen? Natürlich kann er. Jetzt wird mein Wissen zur Story abgefragt. Scheiße, wir sind verloren. Das ist jetzt keine Wissensabfrage. Weiß etwas, dass die beiden Simulanten da unmöglich wissen können? Okay. Ich weiß etwas, was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Rampage. Nabend, alter Mann. Danke für den Resubscribe, Sani. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut. Lehn dich zurück, genieß deinen Abend. Lass dich ein bisschen unterhalten. Ich weiß etwas, dass du heute wieder deine grüne Unterwäsche trägst. Ich glaube, ihre Unterwäsche haben wir heute nicht gesehen, aber beim Anfang des Spiels war's. Dass wir den Gesichtern in Bosos Familie Alberto gemalt haben. Haben wir das? Dass wir den Gesichtern in Bosos Familienalbum Bärte gemalt haben. Ja, das war lustig. Obwohl es erstaunlich wenig zu tun gab. Das ist ein Trick-Goal. Er weiß das nur, weil ich es ihm vorhin erzählt habe. Mach dich nicht lächerlich. Warum sollte der echte Rufus sowas weitererzählen? Och, ich wollte halt angeben. Aber eine Sache, die anderen garantiert nicht wissen, ist... Dass sie wieder ihre grüne Unterwäsche trägt. Dass du heute wieder deine grüne Unterwäsche trägst. Hä? Wann hast du denn meine Unterwäsche gesehen? Ich glaube, meine Finger rutschen ab. Na super, jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Also, wer ist wer? Ich bin Rufus. Ich bin Rufus. Ach ja? Beweise es. Nun, ja, irgendwie ist zwar ein neuer Text dazu gekommen, ich bin aber noch unschlüssig. Ach ja? Dass ich heute Morgen Frühstück gemacht habe? Ich habe doch kein Frühstück gemacht. Wann habe ich Frühstück gemacht? Ich bin ein bisschen abgestürzt. Dass ich heute Morgen Frühstück gemacht habe? Nee. Ja, das war ungewöhnlich. Bravo, eine echte Insider-Information. Das hätte sich jeder ausdenken können. Aber nicht, was es zum Frühstück gab. Easy. Oh, es gab... Ich glaube, ich kann mich nicht mehr festhalten. Verdammt, jetzt stehen wir doch wieder am Anfang. Ich weiß immer noch nicht, wer ist. Okay, probieren wir es mal. Ich bin Cletus. Ich bin Cletus. Was? Das ist doch die Höhe. Ich bin Cletus. Blödsinn, ich bin Cletus. Wartet mal. Heißt das, von euch dreien ist nur Cletus Manns genug, um sich zu erkennen zu geben? Von Argus hatte ich ja nichts anderes erwartet. Aber Rufus? Nach allem, was wir durchgemacht haben, vertraust du mir nicht mal dafür genug? Du hast recht, Cole. Es tut mir leid. Ich bin natürlich Rufus. Der lügt doch. Ich bin Rufus. Ach ja? Beweise es. Nun, Okay. Ach, Rufus hin, Rufus her, ist doch egal. Lass uns einfach hier und verschwinde. Hauptsache, du überlebst. Ach, jetzt hat er sich verraten. Genau. Der echte Rufus, also ich, würde so etwas nie sagen. Das stimmt. Das klingt wirklich nicht nach Rufus. Kann es sein, dass du dich so geändert hast? Der echte Rufus wird sich nie ändern, das weißt du. Dann ist das vielleicht wieder nur ein Trick, um gut dazustehen. Nein! Ich bin Rufus. Ach ja? Beweise es. Ist er wirklich Rufus? Vertraue doch einfach deinem Herzen. Okay, mein Herz sagt, der hier vorne vielleicht? Okay, vergiss das mit dem Herzen. Inzwischen gibt es weitaus exaktere Methoden. Ja, hast du denn keine Augen im Kopf? Ich sehe doch viel schöner aus.
als diese beiden Pfeifen. Ich kann von hier aus gar nichts erkennen. In den Kostümen seht ihr alle gleich aus. Ich brauche schon einen besseren Hinweis. Okay, ich muss die Texte irgendwie runterrattern. Entscheide dich bitte. Uns läuft die Zeit davon. Das Hochboot kann jeden Moment abstürzen. Wenn du mich unter Druck setzt, machst du es dadurch auch nicht besser. Was, wenn ich aus Versehen Argus erwische? Hey, ich meine, hey, ho, I am the roof. Ich weiß etwas, das könnte was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Ist doch egal, was ich sage. Wir drehen uns hier im Kreis. Ja, aber wie soll ich mich denn sonst entscheiden? Hä? Ach, Rufus, Hauptsache du überlebst. Ah, jetzt hat er... Genau. Das stimmt. Kann es sein, dass du dich so... Der echte Rufus wird... Dann ist... Nein! Es ist wahr. Ich bin nicht Rufus. Er da ist Rufus. Was? Ja, klar. Er hat recht. Ich bin Rufus. Ist das ein Trick? Ein letztes Manöver? Du weißt, wenn ich ihm helfe, kannst du dich nicht mehr umentscheiden. Du wirst fallen und sterben. Ganz sicher. Denk doch mal nach. Wie kann ich der echte Rufus sein? Der echte Rufus wird nie aufgeben, sich nie ändern und niemals loslassen. Stopp! Uff. Komm schon, Goal. Wir müssen hier weg. Komm. Hallo, Rufus. Ah, Barry. Oh, Barry. Barry, was machst du hier? Du bist mein Vorbild. Schon vergessen? Und ich folge dir überall hin. Nein, im Ernst. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich bewundere, was du hier tust. Erst war ich natürlich geschockt, aber dann habe ich es verstanden. Brillant. Wirklich, es war im Grunde die einzige Möglichkeit, die du hattest. Ein Geniestreich. Also auch philosophisch gesehen, jetzt die komplett selbstlose Tat. Wow, Rufus, der unverbesserliche Rufus hat sich schließlich doch noch Satellit. Sehr gut. Und jetzt gibt's Rätsel im freien Fall. Bist du bereit? Ich weiß nicht. Denkst du wirklich, dass dieses Ensemble hier angemessen ist? Aber Rufus, jeder weiß, dass du ein Deponianer bist. Schon vergessen? Du musst dich nicht mehr verstellen. Nie wieder. Du kannst einfach du selbst sein. Für alle Zeiten, Rufus. Das ist doch wirklich voll lässig. Uff. Ah, da sind ja unsere Helden. Die Retter Deponias. Tja, da habt ihr uns ganz schön was eingebrockt, was? Euer Bericht stellt uns vor ein schwieriges Dilemma. Jetzt, da wir wissen, dass Deponia bewohnt ist, ist unsere Reise nach Utopia natürlich vorerst abgesagt. Aber das Hochboot ist zerstört, das Kabel gekappt. Und mit den ganzen neuen Mitbürgern an Bord werden unsere Ressourcen noch schneller verbraucht als befürchtet. Schau dich um, wie du lebst. Was nun aus Elysium? Müssen wir auf Deponia landen? Sollte es das? Fragen über Fragen. Auf die ich leider auch keine Antwort habe, Eminenz. Aber dieser Deponianer hier ist ein richtiges Genie. Wer, ich? Wenn ihr ungewöhnliche Ideen braucht, sein Einfallsreichtum kennt keine Grenzen. Nur zu. Jeder Vorschlag ist willkommen. Das Goal. Du schaffst das schon. Nun, man könnte doch Raketen an Elysium anbringen. Bitte weiter. Oder solche Flugdrachen. Und wenn wir einen riesigen Zeppelin mit Monster-Truck-Reifen ausstatten würden. Monster-Truck-Reifen? Ja, dann könnten wir vielleicht ein paar Adler trainieren, um... Können Was ist das für eine Veranstaltung? Können wir auf die Flugdrachen zurückkommen? Wie groß müssten die sein? Oh, riesig. Mit so großen Zähnen. Krass. Vor allem die Eckzähne, ganz groß und lang. Und sie sollten Feuer speien.
Ja, sie weiß das nicht, Rufus, ich weiß. Man merkt's. Sorry. Ich hab den Dings kurz beendet. Hallo? Grafik? So, da ist dann mal weg. Krasses Ende. Also. Oh, unbefriedigend. Unbefriedigend. Mundharmonika spielen und singen ist ein bisschen schwer. Stell mal nicht so an, normaler Mann. In der Reise, Husser ist dann mal weg. Juhu, Deponia 4. Ja, es geht direkt weiter. War im Boot ja so drinne. Ich muss sagen, schon. Also wenn ich überlege, dass ich jetzt nicht... Alter. Ich muss gerade überlegen, ich könnte das Spiel jetzt nicht weiterspielen und müsste Zeitraum X oder wahrscheinlich noch unbekannt drauf warten, es weiterzuspielen. Mit so einem offenen Ende. Boah, ich würde Amok laufen. Ernsthaft, ich würde Amok laufen. Richtig krass. Ich weiß nicht, kommt noch was? Qualitätssicherung. Nee. Mit dem Dings. Endlich. Ist das das Ende? Teil 4. Teil 4 kam nur, weil alle gemeckert haben. Ernsthaft? Yay, Tutorial. Dass es so nicht enden darf. Ja, krass, Alter, das dürfte so nicht enden. Wenn ich überlege, das wäre das jetzt und so. Nö, ist nichts geplant. Ich so, what? Ihr könnt das nicht offen lassen. Das ist ja grausam. Was für Schmerzen ihr durchgemacht haben müsst. Oh, Organon. Alles klar, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in Deponia Teil 4. War mir eine Riesenfreude. Euer Sly, ciao.